Irgendwo im Elektroladen, sage ich jetzt einfach mal. Hallo Leute, mein Name ist Sean Artens, ich bin Gitarrist und Sänger aus dem schönen Sauerland, aus Lettmate und unter anderem tätig bei Chris Kramer, Beatboxen Blues in diversen Coverformaten und auch Solo unterwegs unter Sean Artens Solo. Genau. Und mein Name ist Michael Meyer, ich bin vorwiegend Schlagzeuger und Percussionist, viel mit verschiedensten Formationen unterwegs, teilweise als musikalischer Leiter auch für verschiedene Musical- oder Pop-Produktionen. Ja, und wir sind heute hier, um uns über Kabel zu unterhalten. Ja, ganz genau. Wie ist das so bei dir? Weil ich bin ja jetzt Gitarrist, das heißt, ich benutze die Kabel ja etwas anders als du. Wie ist das bei dir als Drummer? Wie benutzt du die Kabel, beziehungsweise wie waren auch so deine ersten Live-Erfahrungen jetzt mit den Kordialkabeln? Ja, viele denken natürlich immer, was machst du als Drummer überhaupt mit Kabeln oder was interessiert dich das überhaupt? Aber tatsächlich sind für mich Kabel ganz extrem wichtig und habe da auch gerade in der letzten Zeit, jetzt seitdem ich die Kabel von Kordial nutze, die Unterschiede einfach bemerkt. Gerade dadurch, dass ich sehr viele Mikrofone nutze, die Phantomspeisung zum Beispiel erfordern. Ja. Und da ist es halt so, dass sehr schnell Knackgeräusche, unangenehme Brummlaute etc. entstehen können, wenn man halt keine hochwertigen Kabel verwendet. Und da bin ich wirklich sehr froh, gerade bei den XLR-Kabeln von Kordial. Da sind halt wirklich auch hochwertige Neutrik-Stecker dran. Da habe ich wirklich keine Probleme mehr. Also kein Knacken mehr, kein unangenehmes Brummen etc. Egal, was für Mikrofone ich verwende, die sind wirklich zuverlässig, was mir natürlich auch wichtig ist, weil wenn ich auf der Bühne alles gebe und das Signal wird aber nicht so übertragen nach vorne. Oder vielleicht auch unterbrochen durch irgendwelche Knackser. Ja, das muss ich sagen. Ja, das habe ich auch. Als Gitarrist ist bei mir natürlich das Pedalboard auch am wichtigsten. Und da habe ich jahrelang auch immer irgendwelche Patchkabel genommen, die ich gerade so finden konnte. Und jedes Mal, wenn ich dann live gespielt habe, habe ich auf ein Pedal getreten und das war irgendwie, das Kabel kam in Bewegung, war auf einmal das Signal weg oder sonstiges. Und jetzt, vor kurzem habe ich von Kordial die neuen Patchkabel bekommen. Die gibt es in drei Ausführungen, 15, 30 und 60 cm und die haben sehr, sehr flachen Winkelklinkestecker dran. Und habe das ganze Board damit ausgerüstet und seitdem habe ich wirklich keine Probleme mehr. Also die funktionieren einfach. Und sind roadtauglich, sieht man auch sehr massiv, also kannst du quasi mit dem Auto drüber fahren. Ja, und das ist genauso. Wenn man wirklich in einer Live-Performance ist und die Live-Performance wirklich lebt, dann muss das Equipment einfach funktionieren. Und da ist halt das Kabel ein sehr großer Bestandteil und sehr wichtig und muss funktionieren. Und das ist mit Kordial auf jeden Fall gewährleistet. Ja, definitiv. Ich sehe gerade, du hast halt hier auch fernab von dem Patchkabel auch Winkelstecker an den Klinkenkabeln, die du nutzt. Richtig, ganz genau. Warum nutzt du die mit den Winkelsteckern? Ja, das ist doch mal. Also es variiert bei mir so ein bisschen. Also wenn ich Strat spiele, tatsächlich habe ich meistens das gerade Ende, weil der Winkelstecker hängt dann immer so. Okay, Sinn. Genau, richtig. Aber dadurch, dass ich hauptsächlich Les Pauls spiele und Gibson-artige Instrumente, wo wirklich der Input für das Kabel auch an der Korpusseite ist, benutze ich immer die Winkelstecker und das ist total super. Und ja, meistens auch tatsächlich, das ist jetzt das Standardkabel mit dem Standardstecker. Meistens benutze ich aber auch noch die Kabel mit den Silent Plugs. Das heißt, wenn ich dann wirklich mal nicht gemutet habe, kann ich trotzdem das Gitarrenkabel ziehen, ohne dass irgendwelche unangenehmen Knackser fürs Publikum auch entstehen, weil das ist dann oft so ein Erschreckungsmoment fürs Publikum, wenn man wirklich das Kabel zieht und es macht Geräusch und das hast du ja mit den Zeilenplattstellen so gar nicht. Ne? Das macht Sinn. Genau. Ja, ich frage deswegen, weil ich diese Winkelstecker auch sehr gerne benutze, gerade bei den Instrumenten, sage ich jetzt mal, die bei mir in Bereichen aufgehängt sind, wo sich eventuell auch Mitmusiker bewegen. Ich habe zum Beispiel am Percussion-Set oft ein E-Drum-Modul noch für, ich sag mal, zusätzliche Effekt-Sounds wo ich zum Beispiel auch die Winkelklinkenstecker verwende, einfach damit auch kein Kabel quasi auf die Bühne ragt. Das stimmt. Das ist wirklich von Vorteil. Ich habe das tatsächlich damals schon erlebt, dass ein Sänger auf den Riser gesprungen kam und an dem geraden Stecker dann wirklich, ich sag mal, das ist natürlich nicht viel, aber es macht aber schon was aus, ob ein Stecker wirklich
auch gut verlegt werden kann. Genau. Und genau. Das habe ich auch bei meinem Pedalboard. Dass es robust ist vor allem. Ja, ne? Beim Pedalboard habe ich das genauso. Da gehe ich auch grundsätzlich am Ende beim letzten Effektpedal mit Winkel raus. Weil beim geraden Stecker hängt da meistens noch irgendwie 15 cm hängen über. Und wie du schon sagst, dann bleibt da einer im Kabel hängen. Genau. Habe ich auch schon erlebt. Hat mir das Kabel rausgezogen und der Klang war weg. Und das kann dir natürlich mit Winkelklinke so gar nicht passieren. Ja, jetzt haben wir ja meistens, also jetzt gerade haben wir ja viel über XLR und auch Klinkenkabel, quasi so das Wichtigste für uns Musiker jetzt gesprochen, für dich als Schlagzeuger und für mich auch als Gitarrist. Was sind sonst noch Produkte von Cordial, die du nutzt? Also da gibt es tatsächlich noch einige Produkte, natürlich neben den XLR-Kabeln. Mit Sicherheit hängt das Ganze auch damit zusammen, nutze ich zum Beispiel auch, um ein bisschen Ordnung auf der Bühne zu haben, eine Stagebox von Cordial, ja, ja, ja. Also eine Subsnake, ja, ich nutze das als Subsnake, also als Unterverteilung ja. an meinem Percussion-Set, um einfach nicht mit ja, 6 Kabeln oder 7 Kabeln über die ganze ja. Bühne laufen zu müssen ja, und die verlegen stimmt. zu müssen, sondern ich bin wirklich ein Fan von, ja, kurzen Kabelwegen von, ja, wie soll ich sagen, Ordnung auch am Set, was die Kabel angeht. Ja. Also ja. ich sag mal, wenn ich eine Kabellänge benötige ja. von dieser, oder vielmehr von meinem Mikrofon, zum Beispiel am Percussion-Set, was von der Conga runterläuft in diese Stagebox, dann brauche ich eine Kabellänge von 2 Metern etc. Mhm. und halt keine 10 Meter. So, und so nutze ich, wie gesagt, diese Subsnake und gehe von da aus dann halt wirklich nur noch mit kurzen Kabellängen. Direkt in die Stagebox. Exakt, wie ich das brauche, um diese Ordnung ja. halt auch zu haben. Ja, genau, und ja, ich sag mal, da können wir ja gleich, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf Kabellängen. Ist für, einmal kurz das Stagebox. Ja. Ist für mich auch ganz wichtig, weil ich auch zu Hause jetzt mein eigenes Homestudio habe. Und da habe ich das tatsächlich auch mal gemacht. Da habe ich dann quasi auf 2 Ebenen mein Studio verteilt, habe quasi bei mir auf dem Dachboden habe ich eine Gitarrenbox hingestellt, um die abzumikrofonieren und habe quasi eine Etage drunter dann meinen Kontrollraum gehabt zum Abhören und habe mir dann auch die etwas größere Stagebox von Cordial, die mit den, ich, mit den 16 Kanälen, glaube ich, die habe ich mir direkt hochgelegt mit so einem dicken Bulk und hatte dann nicht 1000 Kabel irgendwie im Hausflur hängen, sondern wirklich nur, ja, ein Kabelstrang und fertig. Das war, hat mir die Arbeit sehr erleichtert, das muss ich sagen. Also deswegen, also auch nur positive Erfahrungen gemacht mit dieser Stagebox, definitiv. Ja. Das glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin da auch super zufrieden mit, ne, wenn ich überlege, dass ich hier jetzt bei der jetzt zum Beispiel halt im Prinzip 8 Inputs und 4 Outputs habe. Mhm. Das heißt auch da nicht nur die Kanäle, die ich sag mal von mir abgenommen werden, und nach vorne gegeben werden zum FOH-Platz oder halt an das Mischpult, sondern auch meine Rückwege, die ich zum Beispiel für ein In-Ear brauche oder für einen Monitor, die habe ich gleichzeitig auch noch, so dass ich hier im Prinzip, wenn ich jetzt ein Stereo-In-Ear-System fahre, habe ich gleichzeitig auch die Kabel noch direkt bei mir ach so, du hast gespart. Noch, ach, ja, also ich habe ja, genau, also diese Stagebox hat, wie gesagt, die hat 8 Inputs und 4 Outputs, ja, also im super. Prinzip 4 Wege, die ich als Rückwege nehme für mein In-Ear dann zum Beispiel. Das ist natürlich super. Das ist geil. Dann kannst du dann den Sound selber direkt am Percussion-Set zusammenmixen, ohne quasi... Wenn ich einen Submixer hätte, würde das auch noch gehen. Okay, aber ich kriege zumindest, ich sag mal, ich kriege im Regelfall den gemixten Sound von vorne. Okay. Aber okay, ich spare mir auch da wieder 2... ich sag mal 20 Meter XLR-Kabel, ja, sondern weil wir halt im Prinzip mit dieser Subsnake oder mit dem Multicore alles klar. sowohl meine, ja, wie gesagt, meine Inputs als auch meine Outputs über die Bühne verteilen. Das ist natürlich super. Ja, ja, klar. Nein, das erleichtert die Arbeit schon ungemein. Definitiv. Hast keine 1000 Kabel mehr auf der Bühne liegen oder sowas. Weil bei mir ist immer alles ordentlich. Ja, richtig, richtig. Ja, bei mir auch immer. Also das ist bei mir auch immer das Wichtigste. Ich mag das gar nicht, irgendwie 1000 Kabel irgendwie und dann kommt da noch eins raus. Das hatte ich früher immer und mittlerweile bin ich da auch sehr, sehr puristisch und sehr ordentlich. Ja, definitiv. Macht sich vor allen Dingen beim Abbau noch immer das stimmt, positiv bemerkbar. Man kann der Erste sein. Nicht einen riesen Kabelsalat auf der Bühne hinterlässt. Ganz genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei mir ist das als Gitarrist noch wichtig. Also ich benutze wirklich an allen Quellen Cordialkabel, zum Beispiel halt auch als Boxenkabel, ist für mich ganz wichtig.
In diversen Längen, also meistens, wenn ich auf der Bühne bin, habe ich meistens relativ kurze Boxenkabel. Gut, jetzt habe ich hier 6 Meter. Zu Hause auch manchmal, wenn ich dann aufnehme und wirklich eine Box im anderen Raum stehen habe und dann aufdrehen möchte, um im Kontrollraum quasi nicht diesen Übersprecher von der Box zu haben, dass wirklich alles ruhig ist und ich wirklich hören kann, was kommt wirklich aus den Monitorboxen raus. Da benutze ich dann auch schon mal so ein 20 Meter Boxenkabel und kann die Box wirklich überall, zum Leidwesen meiner Nachbarn, aber trotzdem überall hinstellen und abmikrofonieren. Was echt super ist. Wie ist das bei dir so im Bereich Home-Studio, wenn du zu Hause aufnimmst? Ähnlich oder genauso. Ja, okay. Da nutze ich tatsächlich auch ausschließlich Kordialkabel. Ja. Und ja, natürlich auch in anderen Bereichen. Wir hatten uns letztens ja schon mal drüber unterhalten, auch über Kopfhörerverlängerungen etc. Ja, genau. Und auch die nutze ich im Studio. Die sind unverzichtbar. Also die sind wirklich... Genau, und bis hin zu halt verschiedenen Adaptierungen, die ich jetzt weniger im Studiobereich brauche, aber auch da, ich habe halt wirklich, ich sag mal, eine Vielzahl an Kabeln, die ich dann auch immer mal wieder benötige, sowohl live als auch im Studio, weil man doch dann doch wieder irgendein Gerät anschließen muss, was dann andere Anschlüsse mit sich bringt und so ist die Vielfalt, die ich nutze an Kabeln von Kordial, wirklich sehr groß und was auch super das, ist. Das Gute ist halt, Kordial bietet halt diese Vielfalt auch. Das ist also ich bekomme alles, was ich benötige bei Kordial. Ja. Es gibt eigentlich keine Grenzen und selbst wenn es mal ein Kabel nicht genau so gibt, wie ich mir das vorstelle, dann bietet Kordial ja sogar auch noch, ich sag mal, den Custom-Service und die Meta-Ware an. Ja. Das ist schon sehr gut ausgecheckt, das ganze System bei Kordial. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben das auch teilweise live. Wir benutzen Metronom auch und das steuern wir über das iPad. Und da waren wir dann auch überlegen, wie kriegen wir das iPad jetzt in die Anlage rein? Und da habe ich dann auch von Kordial das Y-Kabel mit dem Mini-Klinkestecker. Gibt es auch in allen Ausführungen, mit großer Klinke etc. Und halt mit zwei XLR am anderen Ende. Die sind auch super. Und lassen einen halt einfach nicht im Stich. Das finde ich das Schöne bei Kordial, die funktionieren einfach, die Kabel. Genau. Ja, ja. Und gerade bei Kabeln, wo ich halt noch öfter als bei den XLR-Kabeln schlechte Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit. Ich glaube, jeder schon mal diese zum Beispiel von dir angesprochenen Mini-Klinke-Kabel, Cinch-Kabel etc. Das ist immer der Klassiker. Kabel, die man irgendwo, ich sag mal, im ohne da jetzt böse abwertend, aber irgendwo im Elektroladen, sage ich jetzt einfach mal, irgendwo gekauft hat. Man hat das Gefühl, die halten zweimal, dreimal. Ohne Zugentlastung, ohne dann, alles. Da zieht man zweimal dran und dann ist ein Knackser drin, dann bricht irgendwie eine Lötstelle raus oder man hat direkt schon von Anfang an kalte Lötstellen, die direkt schon gar nicht funktionieren. Ja, das sind alles so Punkte. Und ich nutze zum Beispiel hier dieses Kabel mit Cinch auf XLR. Teilweise, indem ich oder bei einer gewissen Art an Gigs, die ich zwischendurch spiele, und zwar wenn ich Clinics oder auch Solo-Drum-Shows spiele. Das kommt immer mal vor, dass ich für Solo-Performances gebucht bin bei Veranstaltungen, wo dann teilweise halt auch nur ein DJ-Pult zur Verfügung steht. So, und da hat man nämlich schon das Problem. Ich gehe aus meinem Mini-Mischpult raus und muss irgendwie auf dieses DJ-Pult. Und diese DJ-Pulte haben teilweise dann nur Cinch-Anschlüsse. Ja, alles klar. Und dafür habe ich dann, auch da liefert Kordial genau das richtige Kabel. Ich gehe mit XLR-Steckern zuverlässig aus meinem Pult raus und habe hier wirklich, ich sag mal, robuste Cinch-Stecker, die ich dann halt auf das DJ-Pult aufstecken kann. Ja, die Produktvielfalt ist definitiv unschlagbar. Ja, zum Thema Produktvielfalt würde ich hier auch noch mal drauf zurückkommen, wo du vorhin schon sagtest, Y-Split. Auch ein sehr hilfreiches Tool, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Solo-Shows unter, ich sag mal, nicht bühnenähnlichen Bedingungen, sprich Kanalmangel, also stehen wenig Kanäle zur Verfügung, ich möchte aber trotzdem meine zwei Mikrofone an zwei verschiedene Kongas positionieren etc., da habe ich tatsächlich dann zwischendurch immer diese Y-Kabel im Gepäck von Kordial. Die sind super, ja, alles klar. So, dass ich im Prinzip, ja, ja, auch wenn man sagt,
Der Optimalfall wäre natürlich zwei Kabel, zwei separate Inputs Kanäle zu nutzen. Aber ich sag mal, für den Notfall hatte ich das immer schon mal. Oder auch, ich sag mal, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ist das immer so, ja, ich sag mal, mein Notfallhelfer. Wenn ein Kanal zu wenig ist oder zur Verfügung steht, percussionmäßig, habe ich diesen Y-Split. Das und schon gut. kann ich meine zwei Mikrofone auf einen Kanal stecken und habe dann halt wirklich auch ein Close-Miking an meinen Percussion-Instrumenten, wie ich es gewohnt bin. Das ist super, auf jeden Fall. Ja, ja. Wie gesagt, für alle ihr ist wirklich was dabei im Produktsortiment von Cordial, definitiv. Also sowohl für mich als Gitarristen, als Drummer und für jeden anderen auch. Und ja, wir sind sehr stolz drauf, Cordial-Endorser zu sein und auch zur Cordial-Familie zu gehören. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Sean Ahrens. Und Michael Meyer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis ganz bald, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.